So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. So, erstmal Inventar ausräumen. Ganz ehrlich, warte kurz, immer mal hier noch so. Bam. Schippe ist eh das, was wir am ehesten brauchen. Ja, also Schippe und Spitzhacke, aber Spitzhacke haben wir auch noch einen rumfliegen. So. Aber jetzt mal ein bisschen Ordnung geschaffen. So. Die ganze halt, hier kommt Pflanzenzeug rein. Haben wir gar keinen. Hier ist das ganze gute Stuff. Werkzeug packe ich auch mal nach unten. Und dann einfach reinklatschen. Was recycelt. Und schon ist die Kiste voll. Ja, leck mich am Arsch. Es gibt einfach zu viele Materialien. Ne, also nicht mal zu viele Materialien, aber es gibt einfach alles doppelt und dreifach. Das ist genau das, was ich an solchen Servern immer nicht mag. Weswegen ich halt mit der Mod-Auswahl auch beim Creative-Server mal relativ vorsichtig bin. Weil Saphir gibt es hier in, weiß nicht, drei verschiedenen Arten. Jetzt einfach too much. Was ist eine Perle überhaupt? Easy Mod. Dark Age, Alter. I don't know, man, I don't know. Ja, kommst du erstmal nach da? Kommst du nach da? I don't know. Ihr beide kommt mal auch raus. So, dann kommen hier nur noch reine Rohstoffe rein. War auch schon mehr als genug. Hey. So, ihr kommt mal da rein. Und dann kommen die Werkzeuge tatsächlich einfach hier unten mit rein. Ungefähr so. Genauso wie Essen und Trinken. So. Okay. So, ich würde mich gerne erstmal auf die Suche machen nach dem Baum des Lebens. Oder Lebensbaum. Oder gebaumter Lehm. Wobei, das würde ich ungern mit den Werkzeugen machen. Denn ich sehe es jetzt schon, dass wir dabei sterben werden. Ja? Und dem möchte ich mich nicht aussetzen. Deswegen gehen wir ohne Inventar los. Ha? Dass, wenn wir sterben, wir sagen können, fick dich. Ist uns scheißegal. Ha? Gut, eine Axt hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Wir haben ja unsere Eisenwerkzeuge. Wir können ja die mitnehmen. Nee. So, das zum Beispiel. Ja, mehr brauchen wir nicht. Ja, vielleicht das nur noch, falls wir es irgendwo einbauen oder runterfallen oder so. Hey, Lady. So, dann gehen wir mal hier in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, wie groß die Biome sind. Und ich weiß auch gar nicht, wie häufig diese Lebensbäume vorkommen. Ich weiß, dass sie relativ selten sind. Und wenn sie auftauchen, dann auch nur vereinzelt, glaube. Von daher werden wir da wahrscheinlich auch ein bisschen suchen dürfen, bis wir so ein Ding finden. Nee, da gehe ich nicht runter, da kommen wir nicht mehr raus. Ich weiß aber auch gar nicht, ja, normalerweise hast du ja, dass irgendwelche Biome in der Nähe von anderen Biomen sind. Ne? Und jetzt weiß ich aber nicht, was ein guter Indikator dafür wäre, dass dort in der Nähe irgendwo der Baum des Lebens sein könnte. Aber. Ja, wir sollten vielleicht auch mal Nahrung suchen. Guck mal, hier hinten haben wir solche Orangenbäume. Die können wir auch mal mitnehmen. Erstens Orangen, wegen Hunger, ich habe Hunger. Und wir haben sogar schon Sapling, yay! Aber haben wir mal so ein paar verschiedenste Bäume. Ist doch mal ganz geil. Digga, diese Laufgeräusche gehen halt hart auf den Sack. Okay, irgendwie kriegen wir hier gar keine Saplings. Läuft ja.
Digga, wir haben ein Sapling bekommen und seitdem gar nichts mehr. Das ist ja auch mal krank. Keine Chance. Keine Sapling. Aber gut, wenn ich einen Baum abbaue und die Blätter quasi einfach despawnen, kriegt man auf dem Wege mehr Saplings oder? So. Und wenn wir ein Sapling haben, kriegen wir daraus einen Baum. Und wenn da, ich weiß nicht, von einer von 100 Bäumen gerade mal Sapling abwirft, dann ja, ist das mit dem Fortpflanzen ein bisschen schwierig. I guess. Ist hier noch irgendwo Holz? Ja, hier ist noch Holz. Ah, hab ich doch. So. Jetzt aber. Los, du Baum des Lebens! Falle auseinander! Wusa, wusa! Oh doch, super! Da ist ein Sapling. Einer. War das jetzt Zufall oder? Ah, scheiße, Alter. Ich meine, wichtig wäre es jetzt nicht unbedingt. Wir wollen jetzt nicht unbedingt Orangenbäume anpflanzen, so. Aber es würde mich da schon mal interessieren. Ob die wirklich so super selten sind, dass man die gar nicht vermehren kann. Oder ob wir einfach nur scheiße viel Pech haben gerade. Ah ne, guck mal, hier war gerade. Du hast noch ein Sapling. Okay, das heißt, wenn die Bäume. Ja, guck mal, hier ist auch wieder einer. Okay, das heißt, wenn die Blätter auf natürliche Weise despawnen, da hat man tatsächlich mehr von. Gut zu wissen. Hier ist noch ein Baum. So. Dann lassen wir mal die Bäume noch despawnen hier und dann ziehen wir mal weiter. Siehst du, das ist der nächste Sapling. Ja, okay. Also bei den Dingern wirklich die Blätter nicht abbauen, sondern einfach das Holz abbauen. Guck mal, drei Saplings auf einem Haufen. Ja, okay. Also ja, tatsächlich. Hier ist nur noch einer. Also Blätter abbauen bringt hier leider gar nichts. Sondern wirklich einfach nur das Holz abbauen und bei den Blättern warten, bis die despawned sind. Okay. Das ist nochmal eine Ansage. Gut. Wir haben hier lange genug verweilt. Dann ziehen wir mal weiter. Guck mal, was sind denn das eigentlich für Bäume? Birken oder sowas, ne? Wow. Das ist ein interessanter Berg. Da hatte der Mapchen sehr viel Langeweile. Alter, sieht das geil aus. Wow. So was hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen, tatsächlich. Guck mal, da oben so ein Buch und sowas. Aber sieht nichts aus wie Baum des Lebens. Na gut. Also ziehen wir mal weiter und essen uns mal hier ein bisschen satt, damit uns sich die Herzen wieder auffüllen. Sonst sind wir bald tot. Apropos tot, war das gerade ein fucking Krokodil? Holy shit. Kakao könnten wir auch nehmen. Problem ist nur, wenn ich jetzt einfach random alles mitnehme, dann wird es unser Inventar definitiv nicht überleben. Gut, das hier kann weg. Ich pack dich mal nach da. Ist das Kokosnuss? Ja, ne? Coconut Chalk. Oh, hi. Keine Saplings? Was?
Ist ja gut. Oh, da ist jemand gestorben. Danke. Was zur Hölle? Ach so, zum Aufschlagen. Lol. Alter, das ist ja... Times? What? Jetzt gibt's jetzt sogar schon... Fuck. Digga, was ist das denn hier alles, Alter? Heilige Kacke. Jetzt ist die Frage, kann man die Dinger denn einpflanzen? Vakuumpack, Kokoscheibe. Wow. Interessant. Was ist das eigentlich für ein Zeug? Ah, Kratienbusch. Nichts, was uns interessiert. Oh, Ananas. Super selten, nehmen wir also direkt mit. Es gibt nichts selteneres als Ananas. Auf einem Server. Ja. Also wer Ananas findet, immer mitnehmen. Immer mitnehmen. Und zwar so viel mitnehmen, dass die anderen Spieler nichts mehr davon haben. Ja. Weil dann hast du nämlich eine Monopolstellung und kannst den Scheiß super teuer auf eBay verkaufen. Marktwirtschaft und sowas. Ne? Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Alter, hier sind so viele Ananas, Alter. Kann ich gar nicht hier alle mitnehmen. Holy shit. Ein Glück geht bei Mindsets nicht nach dem Gewicht. Ich habe ja auch schon mal dran. Achso, nee, hab ich glaube ich schon. What the hell? Digga, ist jetzt nicht mal eine Wolke am Himmel. Was ist los mit euch? Kann man bitte nur Dankgewitter sein, wenn auch Regen ist oder sowas? I don't know. Ich habe tatsächlich mal überlegt, einen Server zu erstellen. Doch, habe ich schon erzählt. Wo man quasi... Also man kann ja bei MyTest einstellen, wie viel man Items stacken kann. Und diesen Wert einfach mal auf 1 setzen. So dass man wirklich tatsächlich jedes Item, also ne, Holz bis 99 stacken oder so, ne, du kannst pro Slot nur ein Item mitnehmen. Weil ist realistischer. Ne, nicht realistisch, weil realistisch, ich meine, das hier ist, also das hier ist ja ein Quadratmeter. Das heißt, das hier ist ein Kubikmeter Holz. Und, ein normaler Mensch, ich weiß jetzt nicht, wie so manche Bodybuilder sind, aber ein normaler Mensch so schafft nicht mal das. Ja? Das heißt, wenn du das ganze Inventar voll hast mit Baumstöcke, bist du immer noch weit über dem, was realistisch wäre. Weit über dem. Ja, von daher ist das nur realistischer. Aber halt eben realistischer als das, was so geht. Weil so kannst du halt Stacks um Stacks um Stacks haben. Was offen gesagt schon arg abartig ist. Ich wünschte, wir fänden einen Baum des Lebens. Darauf würde ich mir erstmal einen heben. Tralali, tralalu, tralala. Schöne Gegend hier, aber kein Baum des Lebens. Sehr schade. Wir gehen mal hier quer durch. Wow, und sterben direkt. Wow, und sterben direkt. Alter, boah. Das war gerade haarscharf. Ja, das Schwierige ist halt wirklich immer hier diese Bäume. Dadurch, dass man bei den Blättern hier klettern kann, kann man hier relativ schnell, relativ hoch springen. Vor allen Dingen, wenn man auch noch das Fast-Privileg hat. Das heißt, das ist eine ganz schöne Todesfalle, solche Bäume. Muss man also tierisch aufpassen. Ah, schade. Ich habe da gerade diesen gelben Punkt gesehen, aber das ist bloß eine Sonnenblume. Dachte gerade, das ist vielleicht ein gelber Apfel.
die bekanntlich an den Baum, an den Baum des, an den Bäumen des Lebens wachsen. Aber nee, war nur eine Sonnenblume. Das ist ziemlich langweiligste im Spiel. Oh, sehr schöne Gegend hier. Oh, hier wachsen Bäume nach. Das heißt, hier war noch nie jemand. Wow. Wir dringen ein unbekanntes Gebiet vor, Leute. Ich schon wieder dunkel, ey. Hei. Auch vorher so komischen großen Bäume hier. Das ist halt auch so ein bisschen so, was ich halt nicht so schön finde, dass diese More-Trees-Mod wirklich die Bäume erst im Nachhinein platziert. Also ich hasse gerade, wenn du halt so wie ich hier halt durch unbekanntes Gebiet gehst, dass die Bäume erst nach und nach aufploppen. Bisschen arg hässlich. Aber gut, was willst du machen? Ah, nee, ich glaube, in der Wüste wachsen die Dinger auf jeden Fall nicht. Da sieht mir schon eher aus nach dem Gebiet. Ich glaube, die wachsen in der Nähe von diesen großen Apfelbäumen. Aber ich weiß nicht, ob es gerade ein Wunschtraum ist oder ob es wirklich so ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch auch nicht sagen, Leute. Oh, aua. Das ist aber weh hier. Oh. Oh, davon ist Lava. Digga, Lava nicht. Ah, ne, hier ist wieder alles Totusgebiet. Ich glaube kaum, dass wir hier in der Nähe irgendwas finden werden. Gut, andererseits haben wir hier vorne auch nichts gefunden. Und hier sind ganz viele Apfelbäume. Ja, würde man sagen, gehen wir einfach mal weiter, ne? Aua. Oh, guck mal. Sulfat. Brauchen wir das? Eigentlich nicht. Selbst wenn es hier auf dem Server eine Technik-Mod gibt, werden wir wohl kaum dazu kommen, hier groß was mit der Technik-Mod zu bauen.
Das dauert einfach zu lange. Aber da hinten ist es eine Pyramide. Die würde ich aber schon gerne mal besuchen. Lass mich durch, ich bin Arzt. Alter. Fackel haben wir keine dabei. Nehmen wir alles gern. Ist ja gut. Lalalala. Kann ich hier irgendwie einsperren? Ungefähr so. Ah, wir haben keine Fackel dabei. Ach, leck mich doch. Kein Bock mehr. Raus hier. Der mit seinem Müll geht mir schon wieder auf den Sack. Hier ist ganz schön gefährlich. Ich würde mal sagen, wir lassen das Gebiet einfach mal hinter uns. So, hier ist aber nur noch Wüste und Savanne und alles. Das Gebiet können wir auch eigentlich hinter uns lassen. Hier werden wir auch kaum Apfelbäume wachsen. Wir durchstreifen es aber einfach mal dennoch, für den Fall, dass vielleicht doch hier was sein könnte. Da vorne ist noch eine Pyramide. Wow. Aber kein Abo ohne Eingang. Leider haben wir auch keine Spitzhacke dabei. Oh, das ist wieder eine sehr interessante Struktur. Woher kommen diese Strukturen, sag mal? Das ist doch abstrakte Kunst, sag mal. Die haben ja alle keinen Eingang. Irgendeine Mod von diesen ganzen komischen Mods, ich hier überall. Da muss irgendein Block sein, der nicht richtig registriert wurde und der entweder als Alias für Luft ist, wodurch da halt die Luft generiert wird, oder der irgendwie als LBM oder ABM mit Luft ausgetauscht wird oder irgendwie sowas. Ganz, ganz kurios, sag ich euch. Ganz, ganz kurios, sag ich euch. Hier haben wir wieder ein bisschen grüneres Gebiet. Sehr schön. Haben wir auch actually eine größere Wahrscheinlichkeit, dass hier vielleicht der Baum des Lebens erwachen könnte. Erwache. Lol. Die beiden teilen sich einfach mal den gleichen Spot im Leben. Sehr geil. Und überall sind diese Sonnenblumen-Dinger. Überall habe ich falsche Hoffnungen, dass da vielleicht doch goldene Apfel sein könnte. Aber jedes Mal werde ich enttäuscht. Oh, 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 oh. Ich gehe mal hier lang. So. Voila. Zitronenbäume, lol. Wow, danke. Natürlich jetzt direkt hier an der Stelle Baum gespawnt. Ich hasse euch auch. Cool, Zitrusbäume. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Sehr geil. Ah, es ist wieder hell. Sehr schön. Ich muss mal ganz kurz gucken. Goldene Apo. Nee, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Sind auch so viele Bäume.
Healing Tree heißt das Ding auf Englisch? Aha, okay. Hätte jetzt irgendwas gedacht, so mit Life oder sowas, ne? Weil Life und so. Guck mal, genau, hier haben wir das blaue Holz, da haben wir das grüne Holz. Und dann ist nämlich auch noch irgendwas mit rotem Holz. Und das war halt das, wo ich bei dem Raum meinte, dass ich dachte, dass da Städte gebaut sind in diesem Theme. Ne, das ist halt genau. Aber hier ist einfach Yellow Twan. Das halt genau in diesem Stil gemacht wird. Ne, rotes Holz, grünes Holz. Dann denke ich mir auch noch irgendwas mit rötlichem Holz. Was war denn das? Ich glaube, das war sogar eins der Standard-Holzbaum-Dinger. Hier war doch irgendwas, was so richtig schön rötlich geschimmert hat. Nee. Nee. Ah ja, wer weiß. Süß. Gut. Wo war das? Also müssen wir in die Richtung. Citro, Citro, Citro. Er sagt, dieser Baum des Lebens ist halt super selten. Das Schöne ist, er ist wenigstens nicht von dieser komischen Mortis-Mod. Das heißt, der Baum ist von Anfang an da. Von daher können wir uns auch relativ schnell bewegen, weil er nicht erst nachwachsen muss. So wie die ganzen Bäume hier. Wow. Ich glaube sogar dieser... Warte mal kurz. Kann es sogar sein, dass der Baum des Lebens relativ hoch wächst? Weil ich versuche mich gerade so ein bisschen zu erinnern, was so die Parameter waren von den Bäumen, die ich bisher gefunden habe. Es waren nicht viele. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, alle Bäume des Lebens, die ich bisher gefunden habe, waren immer auf relativ hohen Bergen. Natürlich kommt man hier nirgendwo rauf. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht hinkommen, tatsächlich schon mal öfters mal auf den Berg zu steigen. Was natürlich voraussetzt, dass wir da auch wieder friedlich runterkommen. Gut, bei dem hier geht es relativ einfach. Ah! Aua! Was ist denn hier los? Ist das nicht die eine Hülle, wo wir schon mal drinnen waren? Ach so, oder es gibt... Alter. Oder es gibt tatsächlich mehrere solche Räume, weil das auch wieder das ist, wo diese Blöcke mit Luft ersetzt, vermutlich. Mit Luft ersetzt wurden. Oh, wir haben gar nichts zum Hochbauen. Fällt mir gerade mal so auf. Dann nehmen wir mal hier kurz ein bisschen Erde ab. Kann eh nicht schaden, so Erde kann man immer gebrauchen. Können wir gleich auch mal ein bisschen hochbauen. So. Schon sind wir wieder draußen. Das ging ratzfatz. So, das heißt, bei diesem roten Gebiet müssen wir aufpassen auf genau diese Dinger. Weil die wahrscheinlich mal öfters vorzukommen scheinen. Waren wieder Bananenbäume, soweit das auch gereicht. Digga, Leute. Kein Wunder, dass so viele Leute offline gehen mit den Geräuschen. Da kann ich mehr Bock drauf. Wow. Leute, Alter, nicht treffen meine Augen. Das könnte ins Auge gehen, Leute. Was ist hier los? Meine Fresse. Da bist du ja gar am Kopf. Voll aggressiv, die Leute hier. Komm ich da hoch? Bestimmt, ne?
bringt uns das viel weiter? Ah, oh, scheinbar nicht wirklich. Gut, dann würde ich mal sagen, an der Stelle machen wir mal für die Folge Feierabend. Und nächste Folge. Oh, geht's dann hier weiter? Ja, ich glaube, ich mache sogar für heute. Nee, ich glaube, ich mache heute noch zwei Folgen. Easy, easy. Gut, dann bis zur nächsten Folge.